Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Wir sind diesmal in der letzten finale Schlacht zwischen Rebellion und Imperium. Ja, und da wir auf der Seite der Rebellen sind, werden wir ja auch das Imperium wohl besiegen werden. Nun gut, wir befinden uns auch auf dem Planeten Jakku. Ich meine, Jakku kennt man ja bereits aus Episode 7. So, und dann schauen wir erstmal, wo wir erstmal hin müssen. Und hier habe ich wieder mal eine Kiste zum Hacken. So, habe ich etwas Neues? Nein, warum habe ich die Heilung nicht? Das verstehe ich etwas nicht. Naja, ist jetzt auch egal. Natürlich bedanke ich mich an diejenigen Leute da draußen, die das ganze letzte Video positiv galaktisch bewertet haben. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Gut. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Okay, ich würde mal sagen, greifen wir an. Was, die haben es echt nicht gehört? Wow, der hat ja einen Raketenwerfer, wie gemein. Betäuben. Ich liebe einfach diese Knarre. Ich liebe einfach das Gewehr. Das waren alle. Der Weg zum Hangar ist frei. Wir brauchen die Detonatoren. Okay, wo müssen wir denn eigentlich jetzt hin? Ah, die werden jetzt... Gott sei Dank markiert. Aber ich wollte schon sagen, wo soll ich die bitte schon finden? Durch das ganze Chaos hier? Ah, ein Raketenwerfer, wie nett. Detonatoren. Die werden nicht reichen. Sehen Sie sich weiter um. Ich habe schon die zweite. Mehr Detonatoren. Mehr Explosionen. Zeit, den und mehr Gewalt. Na toll. Kein Jäger greift an. Ihre Waffen finden. Sofort. Oh Gott, oh Gott, ich sollte mich besser verziehen. Oh, fuck. Ja, das war doch keine so gute Idee mit dem Geschütz. Was? Ich habe meinen Raketenwerfer nicht? Oh, wie gemein. Was? Der macht ja gewaltigen Schaden. Zum zweiten Mal, ey. Das gibt's doch gar nicht. Na toll. Kein Jäger greift an. Schwere Waffen finden. Sofort. Achtung. Feindlicher schwerer Schütze. Scan. Okay, wo bist du? Da bist du. Das haben sie nicht erwartet. Meine Fresse, das war jetzt echt heftig gerade. Also, wo platzieren wir die Lager? Direkt auf die Thais. Die Kettenreaktion der Explosion jagt bis zum Ionenantrieb alles in die Luft. Und zerstört dann das Schiff von innen raus. Ganz genau. Detonator platziert. Und da soll er das nächste hin. Detonatoren sind scharf. Also schön. Dann nichts wie raus hier. Schnell. Schnell, schnell. Wir müssen jetzt hier weg. Oh Gott, noch mehr Sturmtruppen. Das muss das Rettungsteam. Zu den Schiffen!
weiter so. Wir haben es fast geschafft. Druide, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Oh Gott, ich hasse diese schweren Truppler. Die sind immer so stark gepanzert. Aber manchmal auch nicht so stark. So, ich will jetzt hier weg. Wir müssen jetzt weiter, Commander. Ich bin noch gerade dabei. Shrift. Okay, dann würde ich mal sagen, sollen wir dann schnellst wie möglich zum nächsten Ziel hinfliegen. Konzentration. Er ist nicht die Mission. Da, wir nähern uns einem Notsignal. Stellen Sie durch. Ja, Mann. Hier Captain Lindsay. Unser Schiff ist abgestürzt und imperiale Kampfläufer dezimieren die Überlebenden. Wir müssen weg! Achtung! Feindliche Schiffe nähern sich! Ich habe echt gerade gefragt, hä, warum konnte ich die gerade nicht zerstören? Obwohl ich getroffen habe. Naja, jetzt hat es sich erledigt. Inferno, die AT-ATs nähern sich der Absturzstelle. Geben Sie uns Deckung, wir landen bei Ihrer Position. Danke, Commander. Uns hat's auf dem Weg nach Carbon Ridge erwischt. Wir bringen Sie hin. Was ernsthaft? Ich habe meinen Raketenwerfer verloren. Dann brauchen wir einen Orbitalangriff. Wo ist Ihr Makrofernglas? Beim Rückzug an diese Position wurde es zurück. Oh geil, Heilung. Ich habe jetzt die Fähigkeit Heilung. Wie geil. Das will ich jetzt unbedingt haben. Griff und ich holen es. Sie geben uns Unterstützungsfeuer. Oh Gott, das war keine so gute Idee. Hallo Aiden? Ich hab's. Griff, hier ist der Inferno-Trupp an Starhawk. Wir brauchen einen Orbitalangriff. Hier Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Ja gut. Okay. Ich glaube, das müsste jetzt gehen. Ja. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt total verwirrt. Commander, die Kampfläufer. Ja, ich markiere doch. Warum passiert nichts? Okay, jetzt passiert was, aber das war, glaube ich, keine gute Idee. Ich habe die ganze Zeit R2 gedrückt, aber auf einmal geht das nicht. Oh fuck, ey, ich sehe jetzt erst jetzt, dass ich hier oben eine Anzeige habe. Ziel ist markiert. Oh, fantastisch. Feindliche Verstärkung tritt ein. Achtung, genau hier brauche ich den Beschuss.
abschotten wir sie. Noch ein Treffer, dann war's. Komm, den ersten haben wir gleich. Komm, das schaffen wir, bitte. Yes. Komm, den schaffen wir jetzt auch noch. Ziel schaffen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Komm, das war's. Wir haben es geschafft, Leute. Yes! We did it! Der zweite AT-AT ist zerstört. Mehr können wir leider nicht tun, Commander. Starhawk zieht weiter. Es reicht, Starhawk. Und danke. Sie haben eine Menge Leben gerettet. Inferno! Wir müssen zur Evakuierungszone. Wir entlang! Da, bringen wir Captain Lindsay hier weg. Unterwegs zur Abholung, Commander. Gott, dann nichts wie weg hier. Das war aber auch schon wirklich sehr knapp. Aber geil, wir haben es beim ersten Versuch geschafft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist unsere Chance. Imperiale Verstärkung. Sind Sie noch da, Commander? Einfach ballern. Hallo, Captain Lindsay. Willkommen auf der Kormis. Helfen Sie uns. Los, alle rein da. Okay, sollen wir jetzt auch rein? Ich glaube aber nee, echt. Jederzeit, Captain. Viel Glück da draußen. Triff, zurück zu den Schiffen. Können wir kurz über den Orbitalangriff reden? Klar, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hört sich fast an, als hätten sie Spaß dabei. Tja, wir hatten einfach nicht Spaß dabei. Einfach ein paar Imperiale abzuknallen, Kampfläufer zu zerstören. Wer mag das nicht? Vor allem, wie das hier aussieht. Schon richtig geil. Commander, wir haben ein Problem. Was war das? Ihr Vater. Er hat uns gefunden. Der Admiral schickt der Corvus Bomber hinterher. Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie aus. Ja, Commander. Vor allem, wisst ihr, was ich eigentlich wirklich frage? Woher können die Leute erkennen, welches Schiff wem gehört? Ich meine, ich finde echt, die Sternzerstörer sehen fast alle identisch gleich aus. Woher wollen die wissen, wer dort diesen Kreuzer befindet? Gibt es da vielleicht so eine Markierung oder habe ich etwas übersehen? Übersehe ich etwas? Das finde ich immer so merkwürdig, beziehungsweise ich finde das generell so ein bisschen komisch. Aber naja.
beseitigt. Noch nicht! Eine weitere Staffel ist zu uns unterwegs! Korb ist getroffen! Keine Sorge, der Held, das kriegen wir hin! Mach's gut. Das war Kacke von mir. Einer weniger. Ey, warum konnte ich die gerade nicht zerstören? Wer ist der Nächste? Wir haben noch eine Teilstaffel im Anflug. Aber das stimmt was nicht. Sie hat direkt einen Kurs auf Sie. Hallo, Aiden. Hask. Ich wusste, Sie würden die Gelegenheit nutzen. Glauben Sie mir, Sie und Dell sind heute meine geringste Sorge. Hier geht es um mehr, als Sie begreifen. Staffel, Angriff! Oh Gott, Hask. Den Typen habe ich ja fast beinahe vergessen, aber nur beinahe. Ach, dich kriege ich. Tja, jetzt setze ich dich hinter deinen Nacken. Was sagst du jetzt? Tja, sieht doch nicht so gut aus für dich, oder? Wie ich die ganze Zeit nur auf ihn hinter ihm bin. Und er versucht irgendwie das zu verhindern. Tja, ich bin einfach der bessere Kampfpilot. Aber nur mit dem X-Wing. Nur mit dem X-Wing. Jetzt halt doch mal still. So, jawohl. Commander, hören Sie mich? Aiden, ist alles okay? Ich bin okay. Gut. Schauen Sie sich um, es ist fast vorbei. Noch nicht. Bring die Korbes in Sicherheit. Ich werde das hier beenden. Ich hole mir meinen Vater. Aiden, er ist es nicht wert. Ich muss es versuchen. Jetzt los! Na gut. Rückzug! Das war knapp. Wait, what? Jetzt habe ich eine andere Waffe? Mir geht's gut, da. Ich finde einen Weg hinein. Sie und Shrek folgen dem nächsten Notsignal. Okay, eigentlich bräuchte ich jetzt auch wirklich nicht so groß was Neues. Ich hole nur einfach meine Sachen. Ja, das ist ausreichend. Ich behalte auch die Knarre. Nein, das ist ein Befehl. Droide, Verbindung trennen. Nein, nein. Es tut mir leid, Dell. Ich muss es einfach tun. Festhalten. Kontakt. Ich sehe sie. Die Rebellen, die das Wort verstehen.
verpasse ihnen einen Stromstoß. Du regelst hier nix. Zack, und du bist tot. Aber es ist schon wirklich richtig geil gemacht. Oh, 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 ey, hey! Nicht einfach hier direkt hier vor mir spawnen. Aber ganz ehrlich, ich finde, das erinnert mich sehr stark an Rogue One. Ich könnte Heilung gebrauchen. Danke. Oh Gott, ey, hey, hey, wo bist du? Ach, da hinten! Deaktivieren bitte. Waren das jetzt hier alle? Nee, da hinten sind noch welche. Immer auf die Köpfe ballern. Oh, Heilung, Heilung, Heilung. Ey, gut, dass ich hier Heilung habe, sonst wäre ich jetzt, glaube ich, hier fast krepiert. Ah, naja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe jetzt alle erwischt. Sollte funktionieren. Vorwärts. Wir müssen meinen Vater vom Schiff bringen, bevor es abstürzt. Habe ich denn noch etwas zum Hacken? Und weiter geht's. Du musst was hacken. Er ist noch da. Admiral, die Zeit des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne dankend ab. Wir müssen gehen los. Rex erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich habe dafür gekämpft. Was ist noch davon übrig? Du hast meine Schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein, deshalb gehst du ohne mich von hier weg. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh, überlebe, lebe. Ich muss zu dir, muss überleben. Verbindung aufbauen. Da, die Schnitte stürzen ab. Hören Sie mich?
still. Aiden, es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Es ist vorbei. Ja. Es ist vorbei. Hey, aufhören! Aufhören! Der Droide sagt mir, dass er lebt. Sieht so aus. Das freut mich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen.